Willkommen zurück, Leute, zu Luigi's Mansion 2. Im letzten Part sind wir mit der neuen Villa angefangen. Und die nächste Mission wäre im Schneebergwerk jetzt in tiefster Kälte. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert war. Pünktlich wie gerufen, Luigi. Ich bin gerade mit der Analyse der 3D-Aufnahme fertig. Ach, genau. Wollen wir einen Blick wagen? Ja, immer doch. Du kennst mich doch. Professor, ich bin immer scharf drauf. Stürzende Stalaktiten? Das geht da vor sich. Die Geister sind in Kristallen gefangen. Ob die Bohus sie dort eingesperrt haben? Warum sollten die das tun? Da ist das Bild. Da ist das Bild, Leute. Schon wieder dieses Gemälde. Sie scheinen es ja durchs ganze Nachtschattental zu schleifen. Wer auch immer hinter diesem Unfug steckt, das Bild ist ihm anscheinend sehr wichtig. Ja, da sieht man jetzt die Beine von Mario. Was haben wir denn hier noch Feines? Was ist dieser rote Ring da hinten? Will man uns noch nicht sagen. Ansonsten sind hier halt Buhus. Hier ist wieder mal der Schatten von König Buu. Joa. Kann man aber nirgendwo sehen, oder? Jetzt nur noch mal auf Nummer sicher zu gehen. Nö. Sag ich noch was? Der Tod erwähnte, dass Kristalle Geisterkräfte vervielfachen könnten. Ach, vielleicht verbessern die da die Geister. Das sind verrückte Wissenschaftler oder so. Luigi, hast du gesehen? Die Sache gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso schließen diese Buhus andere Geister in Kristalle ein und wer steckt dahinter? Dieses unheilvolle Lachen unten in der Mine, ob das vielleicht der Anführer sein könnte? Die Aufnahme ist übrigens noch ganz frisch. Sehr wahrscheinlich sind alle noch dort im Stollen. Mit anderen Worten, schau doch mal vorbei. Ergo bleibt uns nur eines. Wir müssen uns im Kristallbruch umschauen. Wow, ich habe gerade die Karte gesehen, Leute. Das ist ja noch, das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott. Auf dem Weg sind mehrere Git-Transporterringe installiert. Die sollten dir helfen. Na dann los, auf, Avanti. Steig hinab ins Bergwerk und klopf diesen schlimmen Fingern auf die, Finger. Mach ich. Nee, also wenn die Karte so, wenn man das so sieht, das ist ziemlich groß. Vor allem gibt es eine lange Gerade, die ist episch lang. Episch lang. Ich denke mal, da gibt es so einen Git-Transport-Ring. Ja, ein Stargate wahrscheinlich. Kennt ihr Stargate? Stargate ist auch, war auch eigentlich ein Film. Und da wurde eine Serie rausgemacht und die Serie war im Endeffekt, glaube ich, bekannter als der Film. Allerdings ist Stargate ein geiler Film. Und ich, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich mir jetzt am liebsten so den Stargate-Film gerade geben. Ja, ich glaube, das mache ich gleich. Wofür sind die Viecher denn jetzt eigentlich? Das kann mir hier auch noch keiner sagen, wa? Ach so, da ist der Goldene drin. Aber der Goldene bringt doch bestimmt Moment mal. Nicht? Ja, das ist auch ein bisschen fies, oder? Also so im Großen und Ganzen. Naja, ich wollte den echt verbrennen. Das gibt's nicht, oder? Allein der Gedanke, dass mir dieser Gedanke gekommen ist, das gruselt mich gerade ein wenig. So ein Mensch bin ich nicht. Die irgendwelche armen Tierchen verbrennen würde, nein. Ich bin kein Fan von Tieren. Daraus mache ich auch keinen Hehl. Aber ich würde jetzt kein Tier deswegen verbrennen, nein. Nein, nein, so schlimm ist es dann doch noch nicht. So, wir wollen auf jeden Fall in diese Richtung. Da habe ich einen goldenen Raben übersehen. Hier haben wir die Stollenkreuzung. Und da ist einer dieser Git-Stargates. Gehen wir mal durch da, ne? Tatsächlich ist es ein Stargate. Ja, dann durch da jetzt, Freundchen. Mach da keinen Film von. Da ist ein Schlüssel. Der ist... Ja, der ist vereist. Den muss ich wohl... Nimmst du den mit, Luigi? Der nimmt ihn tatsächlich mit. Und hier ist Feuer. Ah. Gerade sagen, hat der Junge es drauf oder hat der Junge es drauf? Der hat es aber richtig drauf heute. Moment. Habe ich das schon überprüft? Wenn nicht, dann würde ich das ganz gerne jetzt überprüfen. Wenn ich jetzt X drücke, dann komme ich wieder nur durch die Tür. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, Leute. Keine Panik. Da war der Schlüssel drin, genau. Alles cool. Okay. Jetzt sind wir in dieser endlos langen Gerade.
Bin ich mal gespannt, wie sie das. Vielleicht ist das auch wieder so eine Rutschbahn oder so. Das wäre cool. Yay, Eisrutsche. Man, so richtig viel. Aber hier ist auch ein Gittring. Aber der ist nicht aktiv, so wie es aussieht. Naja, was soll's. Rutschen wir da mal schön runter. Boah, ich liebe es. Ich liebe es. Wisst ihr, was daran richtig cool ist? Da war ein Schlüssel gerade. Hab ich genau gesehen. Richtig cool finde ich. Was ist das? Was ist das da? Ah. Okay. Ich darf mich kurz den Gittring noch anmachen. Und mich ein bisschen umschauen. Danach kümmere ich mich auch dann wohl um dich. Ah, okay. Eine Tür. Eine verschlossene Tür. Problem an der Sache, ich habe den Schlüssel ja halt nicht bekommen. Keine Ahnung, wo komme ich denn? Vielleicht komme ich ja mit dem Gittring zurück. Muss dann... Ja, genau. Ich muss einmal rechts auf jeden Fall lang. Irgendwie versuchen, nach rechts zu kommen. Ja. Nein. Yay! Da haben wir unseren Schlüssel. Oh. Da wäre noch was. Wollen wir das auch holen? Wir wollen alles holen, natürlich. Dann holen wir uns auch das noch. Noch einmal durch da, Luigi. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Irgendwas wollte ich doch sagen. Verdammt. Das ist immer schlimm. Man gerade dachte, man wäre irgendwo bei gewesen, aber... Tja. So schnell, wie es gekommen ist, kann es auch wieder weg sein. Hier müssen wir rein. Okay, da komme ich aber auch nur rein, wenn ich Glück habe, oder wie? Na, dann soll es mir egal sein. Nee. Also dann die Mühe mache ich mir dann doch nicht. So, X. Rein da. So, Rutschen sind auf jeden Fall immer cool. Ich liebe Rutschen in Mario-Spielen. Sei es jetzt Mario Galaxy, sei es Super Mario 64, sei es Luigi's Mansion 2. Du bist ein Spiegel. Hier trotzdem vielleicht irgendwo... Das habe ich nämlich auch schon wieder, wenn ich ehrlich bin, viel zu lange nicht gemacht. Naja, das können wir doch bestimmt wegsaugen, ne? Klar. Und da ist jetzt irgendwie was dazugekommen. Ist das ein Fenster? Ich würde ja sagen, das ist ein Fenster da. Also hier hinter soll es ein Weg... Ach so. Man kann den Scheit aus dem Feuer holen. Okay, gut. Ja, ist klar. Okay, dann eben auf die... Scheiße. Gerade sagen, auf die harte Tour. Jetzt erschreckt er mich gleich, ne? Lieber schnell weg damit und... Bam! So, bitteschön. So kann ich ausweichen, okay. Bringt zwar jetzt hier gerade im Moment nicht so wirklich... Achso, er hat wieder seinen... Düpp, dann eben so. Oh. Okay, hier muss ich ein grünes zustande kriegen, habt ihr gesagt, weil der hat ein grünes Schild. So, und bei dem roten Schild muss ich halt den roten haben. Finde ich trotzdem ein bisschen übertrieben, weil man an der Stelle ja eventuell gar nicht genügend Geld gehabt hätte. Oh, ich glaube, das bringt nichts, oder? Ja. Muss ich erst das Fenster wieder schließen. So. Man kann mit dem Staubsauger ja auch pusten. Man kann ja nicht nur ziehen, man kann auch pusten. Das sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Sonst kriegt man Probleme. So, was haben wir hier? Den Aufzugsschacht. Wie gesagt, ich traue Aufzügen nicht. Dabei bleibe ich. Könnten wir mal hier... Ja, genau. Das geht noch weiter runter. Hey! Her damit. So, weiter. Hey! Ich glaube, ich war nicht weit genug unten dafür. Mist. Kommt er denn wieder? Da gab es jetzt nur die eine Gelegenheit. Es gab bestimmt wieder nur diese eine Gelegenheit, ne? Es ist so typisch. So, den haben wir. Jetzt war ich auch ein bisschen mehr darauf vorbereitet, weil ich auch mal hingeguckt habe tatsächlich. Es ist halt so ein bisschen die Sache, wenn du das vorher nicht weißt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas triffst und findest, relativ gering. Muss man einfach auch mal so sagen. Aber das sehe ich. Ich bin ja nicht blind. Oh, oh. Scheiße, das war vielleicht dumm. Kommt ihr wieder? Lasst sie einfach bitte nicht wiederkommen. Ich habe gar keinen Bock auf die Viecher. Ich hasse sie einfach nur. Wie die Pest. Was bringt mir das?
Ja, keine Ahnung. Das hier ist der Weg. Ach so, okay, hier können wir... Hier dreht sich wahrscheinlich wieder der Boden und Luigi wird sich verdammt nochmal wundern. Feiglingsklamm. Ne, das passt doch. Das passt doch zu uns. Ach so, wir sind... Sind wir dahinter? Oder ist es eine verdammt verrückte Spiegelung? Das kann natürlich sein. Dass sie da mit irgendwelchen Spiegeltricks arbeiten. Wie Zauberei und so. Kann man nochmal kurz hier so ein bisschen... Naja. Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass hier... Was ist das? Was ist denn das hier bitte? Das wurde jetzt hochgezogen. Geht das auch in die andere Richtung? Bringt das dann mehr? Ja, jetzt wird das runtergezogen. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Ist mir egal. Keine Ahnung. Sagt es mir, wenn ihr es wisst. Tieflager. Und hier soll es irgendwas geben. Luigi, kannst du mich... Du verstehst... ich verstehe dich kaum. Du... da ganz unten in der Biene. So weit, so klein. Der Kristallbruch kann nicht weiter weg sein. Du... einen Weg hineinfinden. Aber sei vorsichtig. Die Kristalle sind überaus... kapiert? Ja. Ich würde mal tippen, die Kristalle sind halt extrem mächtig und so. Ach, muss länger drauf bleiben. Muss länger drauf bleiben. Hallo. Dum, 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 dum. Herzen. Ja, warum nicht? Warum denn auch nicht? So, nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne einmal hier so den Einblick gewährt. Oh, die Geister wollen da unbedingt raus. Ich glaube nicht, dass denen das... Es sieht nicht so aus, als würde denen das gefallen. Das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. So, jetzt die Frage. Hier könnte ich... Hier kann ich nicht hin. Ne. Ich habe so das Gefühl, hier soll ich auch nicht hin. Und hier ist der zweite. Das ist aber ein Eisblock. Ja, da soll ich ja auch noch nicht hin. Ich denke mal, das kommt später. Hier können wir aber noch rein. Hier können wir wenigstens einmal gucken. Ach so, da würden wir jetzt runterkommen. Nee, das will ich an dieser Stelle aber noch gar nicht, weil das ist eigentlich nicht das, was wir offiziell machen sollen. Wir gehen jetzt einfach mal rein hier. Können wir aber so ohne weiteres nicht. Gut, dann müssen wir doch hier hin. Ach, tatsächlich, ist doch rot. Habe ich gar nicht gesehen. Ist auf der Karte auch rot eingezeichnet. Bedeutet, wir benötigen einen Schlüssel. Den Schlüssel werden wir dann wahrscheinlich hier kriegen. Oder wir suchen uns hier einen Umweg oder so. Kann auch sein. Das hier mal an. Wird schon irgendwas bringen. Wird schon irgendwas bringen. Autsch. Arsch. So, was ist das? Hier können wir zumindest irgendwie was... Hier kommt doch gleich bestimmt... Ach so. Steine. Okay. Mehr Steine? Ach so. Ah. Das Lustige ist ja, Steine können ja brennen in diesem Fall. Vielleicht soll das auch Kohle sein. Wahrscheinlich wird es Kohle sein, sonst würde das irgendwie gar keinen Sinn machen, dass das hier glüht oder brennt oder whatever. Also, das ist ein fester Stein, der einfach mal so, wenn ich den ins Feuer halte, wusch, in Flammen aufgeht. Ich weiß ja nicht. Das ist nur mir komisch vor. So, gib mal her den da. Ne, also... Nein, das ist Kohle, das glüht einfach. So. Ah. Dran schießen. Nun, das zweite Schloss öffnen. Dann finden wir hier den Schlüssel. Kohlenbruch. Da ist der Schlüssel auf jeden Fall. Schauen wir uns das mal an. Ich habe Angst vor den Mäusen gerade. Da ist Feuer. So, ihr haut mal kurz ab. So, meine Güte. Kann ich dich... Ach so. Ach, da ist ein... Da ist ein Stück Holz. Meine Güte, scheiß Mäuse. Chillt doch mal.
Wow. Jetzt chill ich, aber lieber nicht. So. Wir haben sowieso bis jetzt gerade mal 169 an Geld. Das ist natürlich relativ schwach. Okay, da komme ich jetzt so noch gar nicht ran. Müssen wir wahrscheinlich erstmal hier aufmachen. Luigi, darfst du ruhig mal nach unten halten, nicht nur nach oben. Und was haben wir jetzt hier? Ein Stein. Ach so, okay. Und den... geben wir mal einfach den Stein jetzt. Der ist schon angezündet. Gut, den können wir wahrscheinlich schießen. Richtig. Und damit kommen wir ganz gepflegt an unseren Schlüssel. Ist doch gar kein Thema. Natürlich nicht. Als ob jemand zweifeln würde. Nee, nee. Gerade sagen, hier ist doch irgendetwas komisch. Ist das was zum Einsammeln? Nee. Okay, ich dachte schon. Na, mach's auf, mach's auf. Gerade sagen, der muss das doch auch mal hoch machen, oder nicht? Das ist in der Regel. Tschüss. Nur zwei Stück? Okay, die wollen uns vielleicht nicht zu sehr belasten, kurz vor dem großen Kampf hier. Denn es wird bestimmt ein größerer Kampf. Ich könnte es mir gut vorstellen. Weil die jetzt bestimmt Power ohne Ende haben. Ja. Das sind wieder solche, die diese komischen, genau, dieses Muster haben. Das war doch... Damit war zu rechnen. Hab ich mir schon gedacht. Okay, ich... Komm aber so ohne weiteres nicht drum rum, gegen die zu kämpfen, oder? Den kann ich noch nicht anmachen. Ja. Schwer erschrocken, auf jeden Fall. Jetzt komm raus, genau. Es wäre schon ganz gut, wenn wir jeden einzeln machen dürften. Oh, jetzt komm, jetzt zieh doch nochmal nach. Das gibt's doch nicht. Okay, also wenn wir das wirklich so machen dürfen... Die wehren sich mächtig. Die wehren sich echt extrem. Aber dem Roten kannst du nicht standhalten. Jetzt kommen beide, okay. Aber ich sag mal so. Wichtig war jetzt wirklich nur, dass der eine nicht dazwischen ist. Weil wenn der mich ständig erschrecken würde, gäbe das mächtig Probleme. Das ist jetzt alles halb so wild. Ach, das ist halb so wild. Das interessiert fast gar nicht. Meine Güte, ist halt hier so ein roter Geist. Oh. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich das Circle Pad vergewaltige. Mir tut die Hand schon weh. Mir tut die Hand schon weh. So extrem drücke ich darauf rum. Nein. Bam. Oh Mann, der guckt mich nie an. Oder ich gucke ihn nie an. Keine Ahnung. So, rein damit. Untersuche den Kristallbruch. Auch geschafft, aber ja. Jetzt haben wir gesehen, dass die dadurch diese super starken Geister machen, aber das bringt uns doch eigentlich herzlich wenig, oder? Michlaus, der was war das denn? Und die Bohus haben sich fein aus dem gemacht, ja? Bitte, die Geisterkristalle aus dem Bruch geschleppt? Nein, wenigstens hast du ein paar sehr starke Geister. Das will ich studieren. Warte, ich hol dich zurück. Ich muss sagen, dieses Knister und Knack, das nervt mich eigentlich nur. Das macht mich wahnsinnig. Ich möchte das eigentlich gar nicht machen. Mission abgeschlossen. So, 14 Minuten, das war eigentlich ganz okay. Naja, insgesamt aber eher schlecht, ich wollte es gerade sagen. Außerdem haben wir wieder einmal den Bohu nicht gefangen und so langsam regt es mich auf. Oh Gott, das wird eine Menge Arbeit am Ende. Wahnsinn. Ah, ich stehe auf Arbeit, natürlich. Bohus fangen. Keine Ahnung, wieso finde ich die denn nie? Ich benutze meine Düsterlampe zu wenig. Ja, das habe ich schon gemerkt, aber... Nichtsdestotrotz komme ich irgendwie... Ja, ich denke da halt nie dran, weil man sie so selten wirklich braucht. Schön, dich wiederzusehen, Luigi. Na, was hast du mir denn Feines mitgebracht? Nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten. Wart mal ab. Massenwunzen 26. 6.
und 250 Reichtümer. Geil. Das ist zu wenig. Das ist mal ganz klar zu wenig. Aber ich weiß auch nicht, wie viel man sonst in diesem Level hätte so groß gesammelt. Ich habe da so eine Theorie. Dieser besonders starke Geist, den du im Ingenieurshof gefangen hast. Irgendwer setzt anscheinend Kristalle ein, um gewöhnliche Geister super stark zu machen. Und das während er jede ihrer Bewegungen kontrolliert. Und wenn diese Minenräuberei schon länger vonstatten geht, nun, dann erwarten uns in Zukunft sicher noch mehr Supergeister, wirklich sehr bedauerlich. Und bestürzenderweise haben wir noch immer keinen Schimmer, wer hinter der Sache steckt. Wer wäre denn jemals zu solch einem Halunkenwerk fähig? Nun, einen Verdacht hätte ich, Luigi. Denkst du das Gleiche? Ja, ein gewisser Verdacht macht sich natürlich breit. Könnte König Buhu sein. So Leute, im nächsten Part geht es weiter mit Über den Abgrund. Bis dann und ciao.